Okay, wir sind heute noch in dem Bereich der Datenstrukturen. Dort werden wir mal noch zwei Datenstrukturen kennenlernen, die sehr, sehr häufig in Benutzung sind. Das ist der Stapel und die Schlange. Wir haben Schlange uns in der allerersten Vorlesung zu diesem Semester schon mal angeguckt. Dort hatten wir die Schlange selbst gebaut. Ich werde es heute nur noch mal kurz wiederholen und euch dann zeigen, wie man die Schlange bzw. ihren Bruder, den Stapel, nutzen kann als schon bereits implementierte Klasse in Java. Wofür brauchte ich Stapel und Schlange? Wir haben einen zum Beispiel Drucker, der bekommt Druckaufträge und diese Druckaufträge werden abgearbeitet in der Folge des Eintreffens. Dadurch, dass das Drucken länger dauert als die Zeit, die vergeht, bevor der nächste Druckauftrag eintrifft, muss der Drucker sich eben merken, welche Druckaufträge bereits reingekommen sind. Und diese speichert er sich dann eben ab in einer Schlange. Denn die Schlange hat den Vorteil, dass sie die Druckaufträge zuerst wieder rausnimmt, die im Grunde schon am längsten in der Schlange drin sind. Also machen wir mal das Beispiel. Wir haben hier einen Druckauftrag. Da soll irgendein Text gedruckt werden. Und solange wie in der Warteschlange des Druckers nur ein einzelner Druckauftrag drin ist, ist klar, der Drucker kann den jetzt bearbeiten und wird den ausdrucken. Und jetzt kommen aber weitere rein und diese stellen sich jetzt hinten an und zurzeit wird der erste immer noch gedruckt. Und während der erste gedruckt wird, müssen also die anderen sich hinten anstellen. Wenn dann der erste fertig ist, fertig gedruckt, da können wir einen Haken dran machen, dann wird der zweite Druckauftrag gedruckt. Also der am zweitlängsten in dieser Schlange drin ist. Wenn der dann fertig ist, kommt der dritte dran. Und zum Schluss dann der vierte. Und neue Aufträge stellen sich hinten an der Schlange an und zu verarbeitende Aufträge werden am Kopf der Schlange entfernt. Wir haben also immer einen Kopf in der Schlange drin und ein Ende der Schlange. So dass wir wissen, okay, am Kopf nehmen wir immer weg die Druckaufträge und am Ende der Schlange fügen wir neue Aufträge hinzu.
Anders ist es beim Stapel oder auf Englisch der Stack. Beim Stack werden die Elemente auch am Ende eingefügt, aber sie werden am Ende weggenommen. Hat jemand eine Idee, wo man so ein Stack-Verhalten benutzen würde und bräuchte? Vielleicht aus dem Realleben, wo gibt es Situationen, wo ich das Element wegnehme, was ich sozusagen am Ende der Schlange eingefügt habe? Ja, Tellerstapel, ne? Das ist ein gutes Beispiel. Wenn ich so einen Tellerstapel habe, können wir uns mal anschauen, also hier die Schlange. Hier mal den Stapel, ne, der Name Stapel kommt hier also auch vor, auf Englisch Stack. Wenn ich Teller auf einen Stapel lege und der Stapel ist am Anfang leer, dann wird der erste Teller auf den Boden gelegt. Ja? Das ist sozusagen jetzt ein Tellerelement in meinem Stapel. Der zweite Teller kommt dann oben drüber. Genauso wie bei der Schlange fügen sich die Teller am Ende des Stapels an. Wir haben also hier den ersten Teller, hier den zweiten, hier den dritten, vierten, fünften und sechsten. Wenn allerdings jetzt jemand diesen Stapel abarbeiten würde, zum Beispiel, weil es ein Stapel von dreckigen Tellern ist, die verarbeitet, also abgewaschen werden müssen, dann würde man zuerst den obersten Teller entfernen und so würde man sich dann von oben nach unten durcharbeiten. In dieser Reihenfolge, das ist hier die Verarbeitungsreihenfolge, von oben nach unten. Und wenn zwischendrin ein neuer Teller hinzukommt, dann wird er oben einfach draufgepackt. Und das wird auch der sein, der zuerst wieder entfernt werden kann. Das Prinzip bei dem Stapel kann man dann sehr kurz beschreiben als Last in First Out. Und das wird auch abgekürzt als LIFO, während wir bei der Schlange das Prinzip haben: First in, First Out. Und dann haben wir FIFO. Und überall dort, wo ich eben eine bestimmte Ansammlung von Elementen habe, wo die Reihenfolge wichtig ist, bei der Schlange das Element, was zuerst reinkam, muss auch zuerst wieder raus. Bei dem Stapel das Element, was zuletzt reinkam, muss zuerst wieder raus. Die Reihenfolge ist wichtig. Verwende ich eben den Stack und die Queue. Wir hatten uns angeschaut, wie das von der Datenstruktur her aussieht. Ich will das nochmal kurz hier nochmal anzeichnen. Wir hatten also Knoten. Das sind jetzt mal diese roten. Und die Knoten, die hatten als Traglast dann hier unsere Dokumente. Und ein solcher Knoten
hatte immer einen Zeiger auf seine nachfolgenden Knoten und auf seinen Vorgängerknoten. Und dann hatten wir noch einen Knoten, ich nenne ihn jetzt mal Head und Tail. Das sind im Grunde zwei Referenzen auf den ersten Knoten, der eine Last trägt, und auf den letzten, der eine Last trägt. Denn wenn ich Head und Tail habe, sie also adressieren kann, dann ist es relativ einfach zu sagen, okay, wenn jetzt ein neues Dokument da reinkommt, dann wird das eben am Ende angefügt. Und wenn ein Dokument weggenommen wird, dann kommen wir an dieses Startdokument heran, über diesen Kopfverweis, der uns ja den ersten Knoten hier zur Verfügung stellen kann. Wir können die gleiche Datenstruktur, die hier intern verarbeitet und vorgehalten wird, auch nutzen für den Stapel. Denn wir fügen ja auch wieder am Ende an und wir nehmen hier allerdings jetzt am Ende weg, was aber auch kein Problem ist, weil mit dieser Datenstruktur, die wir da haben, kann ich sagen, okay, wenn ich am Ende wegnehmen möchte für den Stapel, dann gucke ich hier, auf was zeigt denn mein Tail? Das zeigt hier auf das letzte Element. Und dann wird beim Stapel dieses letzte Element dann entfernt, beziehungsweise es wird das Dokument zurückgegeben. Die Dokumente, die hängen an diesen Knoten ja dran, deswegen können diese auch zurückgegeben werden. Also diese sehr einfache Verkettung von Einzelelementen wird benutzt für die Schlange wie auch für den Stapel. Mit dem Unterschied, dass das Wegnehmen bei der Schlange eben beim Head passiert und beim Stapel beim Tail, beim Ende der Schlange. Diese Datenstruktur, die ich hier aufgebaut habe, mit Hilfe von Knoten oder auch Buckets, die diese Inhalte tragen, die nennt man auch verbundene Liste auf Deutsch und auf Englisch Linked List. Und diese Linked List, die werden wir auch gleich wiederfinden, wenn wir in Java die Schlange bzw. den Stapel instanzieren. Okay, dann schauen wir mal uns an, was wir lernen können aus den Java Docs. Wir haben hier die Klasse LinkedList und wir sehen, diese implementiert das Interface Iterable, das heißt, wir können es wieder als Enumeration nutzen. Wir haben außerdem hier das List-Interface, was sagt, dass wir eine bestimmte Reihenfolge der Elemente bewahren. Und wir haben hier ein neues Interface, das Queue-Interface. Gucken wir uns das mal an. Das Queue-Interface bietet bestimmte Methoden. Die Add-Methode fügt
ein Element hinzu. Das kennen wir schon von anderen Interfaces, zum Beispiel, die wir auch uns für die ArrayList angeguckt haben. Wir haben hier außerdem die Methode Remove und es steht explizit drin, dass hier ein Element am Kopf der Schlange entfernt wird. Wenn wir Elemente nicht entfernen wollen, sondern nur nachschauen wollen, was ist denn das nächste Element, was dran ist in der Verarbeitung, dann können wir zum Beispiel die Methode Peak nutzen und alles, was für die Schlange benötigt wird an Methoden, wird in dem Queue-Interface erklärt und die Klasse LinkedList, die implementiert dieses Queue-Interface neben einigen anderen. Und wir werden das jetzt mal ausprobieren. Wir werden mal eine Schlange bauen, beziehungsweise wir werden sie nicht bauen, weil sie ist ja schon als LinkedList gebaut. Wir werden sie einfach mal benutzen. Ich füge mal ein neues Package hinzu. Ich nenne das einfach mal Q-Test. Und in diesem Package nenne ich mal die Klasse MeinQ oder meinen Schlangentest. Gib dem hier mal eine Main-Methode. So, und als wir die Schlange selbst gebaut haben, da mussten wir uns ja um alles kümmern. Was passiert, wenn ein neues Element hinzugegeben wird? Was passiert, wenn eins weggenommen wird? Wie werden dort die Zeiger auf das erste und das letzte Bucket verändert? Das wird mir alles abgenommen, wenn ich die Linked List verwende. Und die instanziere ich hier mal. Ich instanziere die Linked List. Ich benötige dazu einen Import von Java Util Linked List. Die ist also schon implementiert. Ich kann sie hier nutzen. Ich gebe als generischen Datentyp den String an. Ich kann aber genauso gut auch Personen da anspeichern, wie auch alle anderen Objekte, die ich kenne. Das war ja der Vorteil dieser eckigen Klammern, dass ich da reinschreiben kann, was möchte ich denn gerne in dieser Linked List abspeichern. So, und jetzt füge ich hier ein Element hinzu. Und noch zwei weitere. Und jetzt gucke ich mir mal an, welches Element als allererstes entfernt werden würde, wenn man eines aus der Schlange rausnimmt. Da hatten wir ja die Methode Peak. Retrieves but does not remove the head in Klammern first element of this list. Und ich würde erwarten, und es passiert auch, dass mir das erste Element angegeben wird. Und diese Peak-Methode kann ich also jetzt beliebig oft aufrufen. Die Schlange wird nicht verkürzt, weil ich ja das Element nicht entferne. Ich gucke nur nach, welches ist es denn. Und wenn ich es entferne, ich mache das jetzt mal ein bisschen effizienter. Ich mache mir mal eine Vorschleife. Und lass die mal drei Elemente, also dreimal durchlaufen.
und geht mir immer auf der Konsole. Die Elemente aus. Ja, und die kommen in der Reihenfolge raus, in der sie dort reingelegt worden sind. Zuerst das erste, dann das zweite und ganz zum Schluss das dritte Element. So wie man auch Druckaufträge oder Paketauslieferungsaufträge abarbeiten würde. Die Linked List ist sehr ressourcensparend implementiert worden. Einfach nur kleine Buckets als Knoten, die dann unsere zu speichernden Inhalte aufnehmen und die untereinander eben verlinkt sind, damit wir jederzeit uns durch diese Liste durchhangeln können. Okay. Das war die Linked List. Gucken wir uns mal den Stack an. Der Stack hat als Interfaces das Iterable Interface wieder. Wir haben auch wieder das List Interface. Es hat nicht das Queue Interface, weil es ist eben keine Schlange. Es arbeitet anders. Und es wird abgeleitet von einem Vektor. Ein Vektor ist sozusagen die Vaterklasse von dem Stack, die im Grunde schon erklärt, wie ein Stack funktioniert. Wir gucken uns mal die Methoden an. Wir haben hier die Methode Push. Dort pushen, wir schieben auf den Heustapel sozusagen den nächsten Heuballen obendrauf. Und wir haben die Methode Pop. Dort kicken wir den obersten Heustapel von unserem, also den obersten Heuballen von dem Heustapel herunter. Okay, nehmen wir mal auch den hier mit rein. Ich kommentiere mal meine Vorschleife aus, die mir Inhalte der Schlange ausgibt. Ich möchte jetzt einen Stack verwenden, in dem will ich auch wieder Strings speichern. Auch der Stack befindet sich in dem Java Util Package. Und jetzt habe ich hier die Methode Push. Also die heißen ein bisschen anders im Vergleich zur Schlange. Um ein neues Objekt da drauf zu tun. Und jetzt kann ich mir mal wieder in einer Vorschleife, die drei Elemente lang ist, also drei Durchläufe lang ist, mal anzeigen lassen, was habe ich denn in diesem Stapel drin. Wenn ich die Methode Pop aufrufe, nach, was der bietet. Also Pop, da steht
dass er das Objekt sozusagen ganz oben runterschmeißt. Und wir sehen hier, dass die Reihenfolge jetzt genau umgedreht ist im Vergleich zur Schlange. Wir holen also zuerst das Element wieder runter von dem Stapel, was ganz zum Schluss dort eingefügt wurde. Okay. Schlange und Stapel, zwei grundlegende Datenstrukturen, die man immer dann verwendet, wenn man eine geordnete Reihenfolge haben möchte, während die Schlange eben die Elemente zuerst zurückgibt, die am längsten drin liegen, während gegenüber der Stapel die Elemente zuerst zurückgibt, die am kürzesten drin liegen.